So, herzlich willkommen bei unserem dritten Teil von unserem Happy Halloween Crochet Along. Ja, ich bin Katrinchen und ich werde euch jetzt die nächsten vier Reihen von unserem Motivtuch zeigen. Alle, die nicht wissen, um was es hier geht, empfehle ich, in meinen ersten Videos nachzugucken. Und wir fangen sofort an. Wie immer, die vier Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier. Drehen und drei Maschen in der ersten Masche. Drei Stäbchen in die erste Masche. Fängt ja schon gut an. Ich bin wieder leicht verwirrt am Anfang. So, jetzt wird es ganz leicht interessant schon. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich muss aber gucken, dass ich auch die richtigen mir angucke. So, jetzt brauchen wir sechs Zur-Kästchen. Sechs Stück. Also es wird heute wird's spannender. Also machen wir sechs Zur-Kästchen. Ihr kennt ja das Spiel mittlerweile. Das war Nummer 1. Dann Nummer 2. Und ich gehe mal kurz das Fenster zumachen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass es das zu laut wird. Und ich habe es noch offen. Achtung, bin gleich wieder da. Genau. Dann kann es weitergehen. Mein Kürbis. Schön böse. In die Kamera lachen. So, zwei Zur haben wir. Jetzt kommt das dritte Zur-Kästchen. Das vierte Zur-Kästchen. Das fünfte Zur-Kästchen. Übrigens wurde mir gesagt, dass ich mich letztes Mal nicht verabschiedet habe. Es tut mir leid. Ich gelobe Besserung. Irgendwie war ich auf der Flucht. Das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt kommt das sechste zur Kästchen. Tada! Jetzt kommen 21 offene Kästchen. Ich zeige euch die ersten. Damit ihr das wisst. Es waren ja zwei Luftmaschen. Die zwei Luftmaschen der vorderen Reihe überspringen. Und immer so weiter. Bis ihr das 21 Mal gemacht habt. Ne? Ich zeige euch noch zwei und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die 21 Kästchen gemacht haben. Ja. Das. Macht ihr bitte immer weiter, bis ihr 21 habt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt meine 19 Kästchen. Ich mache nochmal die letzten beiden mit euch zusammen. Also. Die 20. Und die 21. Genau. Jetzt habe ich meine 21 offenen Kästchen und habe theoretisch, wenn ihr keine Zu- und Abnahme vergessen habt, Abnahmen gibt es ja nicht, aber wenn ihr keine Zunahme vergessen habt, habt ihr hier genau sechs Kästchen übrig für sechs Zu-Kästchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und das ist das sechste. Und da kommt ja dann unser Zunahme wieder. Also sechs Zu-Kästchen.
Jetzt habe ich meine 6 zu ein Kästchen gemacht. Und jetzt kommt in der letzten die 3 Stäbchen. In der letzten Masche die 3 Stäbchen und das Doppelstäbchen. Und fertig sind wir mit der ersten Reihe für heute. Das muss nach unten. So, weiter geht's. Wir machen wieder unseren Anfang. Eins, zwei, drei, vier. Wenden unsere Arbeit. So. Und machen unsere 3 Stäbchen in die erste Masche. Eins, zwei, drei. Ja. Und jetzt folgen 7 zur Kästchen. Das heißt, theoretisch eins mehr. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und schon verzählt. Und schon verzählt. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habe ich mich da auf dem Bild verzählt? Ja, ich habe mich verzählt. Das müssen 8 sein. Okay, also scheiße vorbereitet. Entschuldigung. Also 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 müssen es werden. 8 Zuhlkästchen. Schön vorbereitet bin ich. Tut mir echt leid. Ich habe mir das alles extra vorgerechnet, vorgezählt und verzählt. Also in jede Masche machen wir jetzt ein Stäbchen. So, Achtung, jetzt kommt ein geschlossenes ein geschlossenes Kästchen mehr. So muss das denn aussehen. Ja. So, jetzt kommen 4 offene Kästchen. Ups, 4 offene Kästchen. Dann kommen 11 Zuhlkästchen. So. 2, 3, 4. Wir sehen uns dann wieder, wenn ihr die 11 Kästchen geschlossen gemacht habt. Bis gleich. So. Ich habe jetzt 10 geschlossene Kästchen und mache noch eins mit euch zusammen. Eins. Und drei.
11 geschlossene Kästchen. Jetzt kommen wieder 4 offene Kästchen. Ihr seht schon, das Muster geht auf. Wir machen wieder 8 geschlossene Kästchen. Also, in jede Masche ein Stäbchen und wir sehen uns hier bei den letzten Stäbchen gleich wieder. So, ihr seht, ich bin am Ende. So sehen meine 8 geschlossenen Kästchen aus. Jetzt kommt noch eine Masche, ein Stäbchen bei mir. Und in die letzte kommen 3 Stäbchen. Und ein Doppelstäbchen. So, dann kommen wieder unsere 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Wenden wir unsere Arbeit wieder. Und machen wieder 3 Stäbchen in die erste Masche. Ups. 2, 3. Jetzt kommen, Achtung, 10 offene Stäbchen. 10 offene Kästchen. Oh. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Und das 10. Kästchen. 10 Stück, 10 offene Kästchen. Und jetzt folgen 5 geschlossene Kästchen. 5 Stück. Also. Hier. Jetzt kommt das dritte. 3. Und jetzt folgen noch 2. Das erste. Und nochmal. Eins, zwei, 5 geschlossene Kästchen. Jetzt haben wir 6 offene Kästchen.
2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt kommen wieder die 5 geschlossenen Kästchen. Und bei mir geht das Muster. Noch ein offenes Kästchen. Also ihr müsst 7 offene Kästchen haben. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt kommen wieder die 5 geschlossenen Kästchen. Eins, zwei, das dritte. Das vierte. Und jetzt das fünfte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, also ihr habt 10 offene, 5 geschlossene, 7 offene, 5 geschlossene und jetzt braucht ihr noch 10 offene Kästchen. 1, 2, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun und das zehnte Kästchen. Denkt dran, letzte Masche, drei Stäbchen machen. Und ein Doppelstäbchen. So. Jetzt kommt die letzte Chaosreihe von mir heute und ich hoffe, da stimmt alles. Ich werde einfach zwischendurch ein bisschen zählen. Ja, wir verlängern das ein bisschen. Ich zähle gleich nach und gucke nicht auf mein Geschriebenes. Also, 4 Luftmaschen. 3 Stäbchen in die erste Masche. So hier. Und jetzt brauchen wir 7 offene Kästchen. 7 offene Kästchen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 7. Jetzt kommen 4 geschlossene Kästchen. 1, 2, 3,
vier geschlossene. Dann kommt ein offenes Kästchen. Ein offenes. Da ist die Kamera. Dann zwei geschlossene Kästchen. Nummer 1. Nummer 2. So, jetzt muss ich mal kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt machen wir 11 offene Kästchen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und das elfte. Elf offene Kästchen. Und jetzt wieder zwei geschlossene Kästchen. Eins. Nummer eins. Und jetzt kommt Nummer zwei. Nummer zwei. Jetzt kommt ein offenes Kästchen. Und wieder die vier geschlossenen Kästchen. Eins. Zwei. Vielleicht vergessen zu zählen. Zwei, drei und das letzte noch. Vier geschlossene Kästchen. Und jetzt kamen sieben offene Kästchen. Zwei. Hier habe ich ein Fädchen vergessen von der letzten Runde. Das nehme ich jetzt einfach mit. Geht natürlich nicht so, wie ich mir das jetzt gerade vorgestellt habe. Entschuldigung. Das darf so nicht. Dadurch Faden holen. So. Wo waren wir jetzt? War 1, 2, 3, 4, 5, 6, das letzte, 7 und Achtung. In die Masche ja wieder drei Stäbchen und ein Doppelstäbchen. Jawohl. Das waren jetzt die vier ersten chaotischen Reihen für heute. Ups, Entschuldigung, einmal Krach gemacht. Ja, mit ein paar Zählfehlern drin. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich werde mich nächstes Mal ein bisschen. Aber es war immer die zwischen 7 und 8, wo ich mich verzählt habe. Alle anderen haben gestimmt.
Ja. Genau. Also eine Reihe. Zweite Reihe. Dritte Reihe und vierte Reihe haben wir heute gemacht. Haben wir ein schönes Streifenmuster und da oben fängt unser eigentliches Motiv an. Genau. So. Ich hoffe, es macht euch noch Spaß und ihr seid noch dabei und wir sehen uns vielleicht morgen wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich werde mich jetzt auch besser vorbereiten. Morgen stehen auch noch mal vier Reihen an. Und dann werde ich das noch mal runterkürzen auf drei Reihen, denke ich mal, damit die Videos nicht ganz so lang werden. Ich muss mir das noch mal ausrechnen. Genau. Gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns morgen, beziehungsweise hören wir uns morgen zu den nächsten vier Reihen. Morgen sind noch mal vier. Ich hätte es jetzt schon wieder fast vergessen. Genau. Dann bis morgen.